Wir haben mit dem alten Ostbayernring eine ungefähr 180 Kilometer lange Stromleitung aus den 70er Jahren. Und weil die halt den neuen Anforderungen an die Energiewende, an den steigenden Stromverbrauch, aber eben auch die zukünftigen Anforderungen nicht mehr gerecht wird, bauen wir einen neuen Ostbayernring und bauen anschließend den alten zurück. Also der gesamte Ostbayernring geht vom Umspannwerk Rettwitz im Landkreis Lichtenfeld bis zum Umspannwerk Schwandorf. Und wir sind jetzt hier im Abschnitt A vom Umspannwerk Etzenrich bei Weiden zum Umspannwerk Schwandorf. Was wir hier hinter uns sehen, sind Seilzugarbeiten. Das heißt, wir werden den Mast mit den Seilen vollziehen, sodass wir von Mast zu Mast dann mit dem Helikopter fliegen können, um dort dann im Anschluss, dass da wieder Strom fließen kann. Wir haben einen Vorseilzug, das wird der Hauptschrauber mit hochnehmen. An dem Vorseilzug ist das Kabel dann befestigt. Und dann wird es von den Kollegen vor Ort aufgenommen und dann fliegt der Hubschrauber von Mast zu Mast. Wir stehen hier an Mast 13 und heute wird von Mast 13 bis Mast 18 gezogen. Und das passiert innerhalb von einem Tag. Wir benutzen den Hubschrauber aus Sicherheitsgründen einerseits und andererseits auch, weil es schneller geht, als wenn man es zu Fuß im wahrsten Sinne des Wortes ziehen müsste, zum Beispiel mit einem Quad. Wir sind sehr gut im Zeitplan und wenn alles passt, werden wir hier in dem Abschnitt A die Arbeiten dann bis zum Herbst abgeschlossen haben und können dann mit dem Rückbau der alten Leitung beginnen. Das Thema Sicherheit, das ist natürlich bei uns ganz oben, das hat oberste Priorität und dann müssen wir immer wieder mal temporär Straßen, sei es jetzt Autobahnen oder aber auch normale Flurwege, Wirtschaftswege, Landstraßen etc. mal temporär sperren, um so einen Seilzug durchzuführen. Wenn es zu längeren Arbeiten kommt, dann bauen wir Schutzgerüste auf, damit die Sperrungen eben auf ein Minimum reduziert werden. Hier im Bereich Luhe haben wir jetzt diese Woche für den Vorseilzug eben die Autobahnabfahrt die ganze Woche gesperrt. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen, aber die Sicherheit geht davor, damit eben keiner der Verkehrsteilnehmer gefährdet wird.